wunderbares Wetter. Eigentlich schon die ganze Reise über blauer Himmel, ruhige See und es könnte in der Karibik oder im Mittelmeer nicht schöner sein. Aber wo seid ihr denn konkret? Ja, wir sind hier quer ab von Capacona auf Rügen und können das Kap gut sehen. Es ist ein Abstand von 5 Meilen, also so knapp 10 Kilometer. Und wie gesagt, viele Gäste, die stehen an Deck, gucken dann ein bisschen darüber. Und insofern sind wir also hier genau im Fahrplan und freuen uns natürlich, dass wir so einen schönen, erholsamen Tag hier noch auf See genießen können, bevor es dann morgen dann in Kiel an die Ausschiffung geht. Ich weiß ja, Sie haben den roten Teppich immer mit an Bord. Was erwartet unsere Gäste denn hier morgen außerdem? Ja, also ich hoffe, dass die Gäste hier morgen hier heil an Bord kommen. Also sprechen die Gäste mit. Ist das so gefährlich bei Ihnen? Sprechen wir jetzt über die Gäste, die an Bord sind oder die, die an Bord kommen? Die hoffentlich gut an Bord kommen. Ja, also über Ihre Gruppe, ist das richtig? Genau. Ja, es kommen 10:30 an und dann werden wir natürlich so einen kleinen Rundgang auf dem Schiff machen und ich denke wohl auch, dass das Wetter ganz gut werden wird weiterhin und insofern freuen wir uns darauf, wenn wir Sie begrüßen können. Hat Herr Behrendt das Schiff sauber verlassen? Ja. Wir machen das in großer Einigkeit hier. Das ist, denke ich mal, überhaupt kein Problem. Die Übergabe, die klappt also sehr reibungslos und da gibt es keine Reibungsverluste. Und das ist ja auch schönerweise so. Und Sie kommen in einem Südhessen, einem Landei zurecht? Oder sind Sie hier, ne? Ach, Marc, du bist da! Ja. Wann war deine Ablösung im Oktober, oder? Ja, genau, im Oktober. Sei gegrüßt. Ja, und ja, komm du morgen erstmal so gut nach Hause. Ich darf dir, glaube ich, in der Runde verraten, dass du ja auch in Kiel zu Hause bist. Ja, richtig. Meine Frau wird sicherlich an Bord kommen und mich kurz besuchen, aber der Tagesplan, der ist eigentlich ziemlich voll, weil wir eben auch ja, wie du weißt, die berühmte ISM-Inspektion haben, das Audit, und insofern habe ich da nicht so viel Zeit. Lieber Olaf Hartmann, wir haben uns heute hier mit den ganzen Kreuzfahrtspezialisten immer wieder so ein bisschen darüber unterhalten, so kleine Anekdoten ins Verkaufsgespräch einzubringen, so kleine ja, Informationen, die nicht im Katalog stehen, die aber die Reisen ganz besonders machen. Gab es denn auf dieser Ostseereise mit den Gästen, für die Gäste, so etwas ganz Besonderes, wo man sagt, Mensch, das bleibt in Erinnerung? Also ich denke, es wird ein Bündel an schönen Erinnerungen geben. Herausragend sind natürlich auch zum großen Teil die Liegeplätze, die wir dann doch für uns in Anspruch nehmen durften, wie zum Beispiel in St. Petersburg, dass wir dort am English Embankment, also die Neva-Hof, wo es nicht mehr weitergeht, dann schon sozusagen in der Innenstadt dann die 2 Nächte liegen durften oder dass wir vor der Gamlastan, vor der Altstadt von Stockholm dann liegen durften an den Tonnen mit dem Blick auf die Altstadt. Das war schon Besonderheiten und halt eben das gute Wetter, was wir wirklich seit vielen Tagen hier schon haben. Immer blauer Himmel, immer warmes Sommerwetter. Also das sind schon Dinge, an die man sich erinnern wird. Persönlich habe ich mir in St. Petersburg das neu eröffnete Fabergé-Museum angeschaut. Haben Sie ein Ei mitgenommen? Ja. Ach, ich hätte wohl Platz gehabt für das Ei. Aber ich finde es ganz schön, dass das eben auch der Allgemeinheit dann zugänglich ist. Und im Museum sind die, glaube ich, besser aufgehoben.
Naja, und dann, als wir in Stockholm waren, hat dann zu gleicher Zeit auch Johnny Depp mit seiner Band logiert und wir waren abends nach dem Theaterbesuch, also Cosi fan tutte in der Königlichen Oper wurde aufgeführt und danach war dann Johnny Depp derjenige, der mit einer dreckigen Limousine durch Stockholm gefahren ist und einige behaupten immer. Wollt ihr wissen, was